Warum Männer sich nach den ersten Dates zurückziehen und wie du das änderst. Willkommen zu diesem Video, zu dir spricht der Gellins. Immer wieder stelle ich fest, dass Frauen eine falsche Strategie an den Tag legen, wenn es darum geht, einen Mann kennenzulernen und ihn für sich zu begeistern, sodass er sich eine Beziehung wünscht. Viele Frauen wissen nicht, was sie tun sollen, damit der Mann sie in die richtige Schublade einordnet, bereits beim Kennenlernen, bereits in den ersten paar Dates. Und so stellen sie fest, dass die ersten Dates manchmal ganz schön sind, aber dann geht der Mann auf Distanz, wenn die Frau gerade dabei ist, emotionale Nähe aufzubauen. Und der Fehler, den die meisten Frauen machen in diesem Umgang mit Männern, sie wissen eine Sache nicht, eine ganz wichtige Sache. Nämlich, dass der Mann den Respekt vor der Frau verliert, die eine Beziehung mit ihm wünscht, obwohl sie ihn überhaupt nicht kennt. Und das ist dasselbe Phänomen, das du kennst, ja, und ich denke, dass du auch eine Frau bist, die auf sich achtet, ja, und wenn du mit einem Mann dich triffst und der von Anfang an signalisiert, hey, Baby, ja, lass uns kurz zu mir gehen, ich zeige dir meine Briefmarkensammlung, quasi, er legt es nur darauf aus, ja, dann verlierst du ja auch irgendwo den Respekt vor ihm, ja, vor allem wenn du versuchst, hey, so ein paar Witze darüber zu reißen und dann vom Thema wegzulenken, um, naja, das Gespräch in eine gewisse Richtung zu führen, auf eine menschliche Richtung, ja, und du stellst fest, dass er, egal was du sagst, immer wieder auf dieses Thema lenkt, ja, und wenn du Respekt vor dir selbst hast, dann wirst du auch dem Mann sagen, hey, hör mal, ich glaube, was unsere Interessen anbetrifft, was unsere Ziele anbetrifft, ja, gehen wir irgendwo aneinander vorbei. Ja, deswegen ist es ganz gut, wenn wir uns jetzt eben nicht deine Briefmarkensammlung anschauen und weder jetzt noch nie. Ja? Und genau dieses Phänomen, genau dieses Gefühl, so ein, ja, so diesen absoluten Wertverlust der Frau erleben Männer, die bei Frauen, die viel zu schnell, noch bevor sie ihn kennen, sie wissen noch nicht, wer er ist, sie wissen noch nicht, was er macht, sie haben noch keine gemeinsamen Erfahrungen, sie haben noch gar keine gemeinsamen, ja, Probleme gelöst, Schwierigkeiten überwunden, was auch immer. Ja, aber die Frau will schon und ist bereit und arbeitet aktiv daran, um das zu machen, ja, und deswegen Frauen, die immer wieder Probleme haben, ja, mit Männern, die sich distanzieren, machen meistens diesen Fehler, dass sie aus der Phase, die ersten paar Dates, sofort versuchen, in die Phase eine lange, dauerhafte, monogame Beziehung zu springen. Und damit verpassen sie eine ganz wichtige Phase der Kommunikation, eine ganz wichtige und eine längere Phase, die ich als Connection aufbauen nenne, oder man kann sie auch als Mann verliebt machen bezeichnen. Das ist diese Phase, wo du dich mit dem Mann triffst und der Mann ein Gefühl für dich bekommt, weil in den ersten paar Dates ist es so, dass wir uns von unserer Schokoladenseite zeigen. Wir zeigen uns von unserer, ja, besten Seite, weil das ist so eine kleine soziale Maske, die wir aufhaben. Ja, wir präsentieren gewisse klischeehafte Züge, ja, von denen wir überzeugt sind, dass sie attraktiv wirken, dass sie uns in den Augen des anderen auf ein hohes Level bringen. Aber es ist eine soziale Maske und beide spüren es, sowohl die Frau als auch der Mann. Es ist eine sehr schwierige Phase und eine sehr stressige Phase, weil wir müssen diese sozialen Masken aufrechterhalten. Ja, wir müssen den guten Jungen spielen oder das brave Mädchen. Ja, zumindest versuchen wir das intuitiv zu machen. Ja, und diese Phase, wie gesagt, wenn wir einen Menschen kennenlernen, wenn wir ein Date zusammen verbringen, ja, so 2 Stunden zum Beispiel oder anderthalb oder 3, je nachdem, danach müssen wir uns erstmal erholen, weil wir danach zu uns kommen. Danach entspannen wir. Atmen auf, ich kann wieder, weiß ich nicht, mein schmutziges T-Shirt anziehen, ich kann wieder zu Hause ein bisschen rumhängen. Ich kann die Person sein, die ich dem anderen bei den ersten paar Dates nicht zeige. Ja, weil ich möchte mich, wie gesagt, von der Schokoladenseite präsentieren und das ist ein anstrengender Prozess.
Also, am Anfang ist es so, dass die Kommunikation mit einem Mann wohl dosiert sein muss. Es ist besser zu wenig zu haben als zu viel. Natürlich ist es wichtig, entspannt zu sein, aber entspannt bist du nicht, wenn du versuchst, in dieser Rolle, braven Rolle, entspannt zu sein, so, gleichzeitig angespannt und entspannt, sondern indem du einfach mehr Zeit mit dem Mann verbringst, ihm zeigst, dass du eine Beziehung willst, aber nicht brauchst. Das solltest du dem Mann signalisieren. Selbstverständlich, ja, bist du auf der Suche nach deinem Zauberprinzen, mit dem du auf einem weißen Pferd am Strand entlang dem Sonnenaufgang entgegen hinreitest. Selbstverständlich. Aber du brauchst es nicht. Das ist der Aspekt. Männer verlieren den Respekt vor Frauen, die das brauchen, weil sie wissen, dass die Frau nicht ihn will. Sie braucht eine emotionale Stütze, die sie in sich nicht hat. Das bedeutet, dass er dann anfängt, wenn die Frau, was die Beziehung anbetrifft, etwas vorschnell vorprescht, dass der Mann sich selbstverständlich zurückzieht, weil er braucht das Gefühl, dass er eine Beziehung eingeht, weil er es will und nicht, weil er dahin manipuliert wurde. Ja, weil er für die Frau jetzt bitteschön ihre emotionalen Probleme regeln soll, ihre inneren Konflikte lösen. Ja, und einfach für sie da sein. Warum? Ja, keine Ahnung warum. Einfach so. Ja, soll einfach da sein und sie mögen. Wofür? Ja, er kennt sie ja noch gar nicht. Ja, und er möchte das Gefühl haben, dass er selbst diese Beziehung anstrebt. Das kann er nur dann, wenn er sieht, dass die Frau es nicht braucht. Sie will es. Ja, du musst auch nicht sagen, ja, ich weiß nicht, was ich suche. Vielleicht was Lockeres, vielleicht was Festeres. Wer weiß, was das Leben so bringt. Ja, auf gar keinen Fall. Ja, zeig ihm, dass du das möchtest. Ja, vielleicht auch mit ihm. Ja, aber wenn nicht, dann ist vollkommen in Ordnung. Du wirst ihm nicht böse sein. Du wirst keinen Druck auf ihn ausüben. Selbst wenn ihr euch nie wieder seht, dann zuckst du mit den Schultern und lernst andere Männer kennen. Weil du weißt, du wirst glücklich. Weil du weißt, du findest deinen Typen, mit dem du auf dem weißen Pferd dem Horizont entgegenreitest. Du weißt, vielleicht ist der das. Wer weiß es schon. Vielleicht ist es ein anderer Mann. Aber irgendeiner ist da bereits. Der lebt und der einfach nur darauf wartet, dass ihr zusammen diese Erfahrungen macht. Von dieser glücklichen, festen Beziehung, die euch wahrhaftig erfüllt. Und wie genau du das, wie genau du diese Phase initiierst, wie genau du sie erschaffst, diese Connection zwischen euch, die dem Mann denn letztendlich wichtig ist, wie du mit ihm sprichst, wie du mit ihm kommunizierst, wie du die typischen Fallen emotionaler Natur, psychologischer Natur und natürlich kommunikativer Natur mit dem Mann umgehst. Meistens sind das Kleinigkeiten, die dann zu einem Riesenproblem werden. Zuerst für die Frau, weil sie anfängt, angespannt zu sein und viel zu viele Gedanken daran zu verschwenden und dann viel zu viel Druck macht, bevor die Zeit überhaupt gekommen ist, auch nur ansatzweise in irgendeiner Art Druck machen zu können. Und wo letztendlich die ganze Situation sehr instabil wird und dem Mann auch keinen Spaß macht. Ja, es geht nicht darum, dass der Mann, der Böse, das nicht will. Natürlich möchte jeder gesunde Mann möchte eine Frau an seiner Seite haben, mit der er durchs Leben geht. Jeder Mann wünscht sich das, diese erfüllte Beziehung, diese Beziehung, die er wirklich mit seiner Seele und mit seinem Herzen möchte. Selbstverständlich. Aber bitteschön mit einer Frau, die auch passt, genauso wie du nicht mit jedem Mann ins Bett gehst, der den Wunsch äußert. Ja, natürlich magst du Männer, selbstverständlich magst du das Körperliche, aber bitteschön nicht mit jedem, oder? Genauso will ein Mann nicht mit jeder Frau eine Beziehung. Ja, aber jeder Mann wünscht sich diese erfüllte Beziehung. Nur sehr viele sind bereits ein bisschen verbittert, weil sie immer wieder auf Frauen geraten, die dieses Spiel nicht verstehen. Die nicht verstehen, dass zuerst eine Connection aufgebaut werden muss. Und das ist ein Prozess, der ein paar Monate in Anspruch nehmen kann. 2-3 Monate.
da gehört eine bestimmte Form der Kommunikation hin. Da gehören gewisse Techniken hin, gewisse kleine Methoden, durch die du dem Mann diese Motivation für eine Beziehung mit dir wecken kannst. Und du solltest es wissen, dass Männer, so bedürftige Männer, die zum ersten Mal im Leben mit einer Frau sich treffen oder nach jahrelangem, Gefängnisaufenthalt, ja, und jetzt gerade erst draußen sind oder keine Ahnung, Männer, die wirklich überhaupt kein Händchen für Frauen haben, ja, zumindest mit irgendeiner. Welche Frau, das ist egal, Hauptsache ich hab eine. Ja, das sind ja auch Männer, die du sofort aussortierst. Ja, und aber Männer, die in höheren Kasten spielen. Männer, die wissen, dass sie sich mit Frauen unterhalten können. Männer, die sich sicher fühlen im Umgang mit Frauen. Die auch vielleicht eine gewisse Auswahl haben. Sie müssen dich so wahrnehmen, dass du aus der Masse der Frauen rausstichst, mit denen sie sich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren getroffen haben. Und wie genau du das auslöst, wie genau du diese Phasen, also vom Kennenlernen über die Dating-Phase, weil da auch genügend Fallen gibt, die man umschiffen kann, wie auch diese Phase des Beziehungsaufbaus, da musst du dich sicher fühlen, da musst du wissen, was zu tun ist, da musst du wissen, in was für eine Situation du bist und wie du sie löst. Weil aus Unsicherheit heraus versuchen Frauen aus diesen ersten Dates in die Beziehung hinein, weil sie wissen, dass ihnen das Handwerk fehlt, um den Mann für sich zu begeistern auf dieser längerfristigen Basis. Deswegen wollen sie sofort Nägel mit Köpfen machen, um sich einigermaßen sicher zu fühlen, okay, jetzt muss ich mich nicht anstrengen, jetzt ist der Mann ja unter meiner Kontrolle sozusagen. Und diese Situation erreichen sie oft nicht. Deswegen solltest du das lernen. Wenn du das lernen möchtest, wie du in jeder Phase mit dem Mann selbstsicher bist, wie du diese Phase der Kommunikation ebenfalls meisterst, wo ihr noch nicht zusammen seid, aber wo sich bereits eine Beziehung zwischen euch entfaltet, wie du die typischen Fehler vermeidest und die richtigen Sachen tust, um ihn von dir zu verzücken als Partnerin, als Beziehungspartnerin, so dass er es anstrebt, mit dir zusammen zu sein. Dann bewirb dich zu meinem 90-Tage-Coaching, wo ich dir genau das beibringe, wo ich dich an die Hand nehme und dich durch alle Phasen führe und dir zeige, was wichtig ist in jeder Phase und was für Geheimnisse du anwenden kannst, um den Mann von dir zu begeistern, auf allen Ebenen. Vor allem auf dieser partnerschaftlichen Ebene und nicht nur auf dieser Spaß-Abenteuer-Wellness-Ebene. Also, den Link findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Oder geh auf sergeylinz.de und trag dich ein zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, du weißt, was du zu tun hast, Daumen hoch, schreib mir einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Sergey Linz.